Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pango Boss, dem Mine Colonies Modpack Let's Play. Jo, mit einem riesengroßen Modpack. Jo, und genau, ich möchte noch kurz zeigen, genau dieses, sagen wir dem Banner, habe ich noch eingestellt und ich habe noch etwas eingestellt, aber ich bin mir nicht mehr sicher, was genau. Ich sehe es jetzt gerade nicht. Eigentlich ein Rucksack, aber wahrscheinlich wegen dem Banner. Kann man das jetzt, glaube ich, hier noch ändern? Genau, okay. Jo, mit diesem riesen Modpack, was wirklich lange zum Laden braucht und so, ich bin verwundert. Jo, ist es natürlich... Wo ist der Rucksack? Ein bisschen schwer, alles zurechtzufinden. Ich bin lieber ein Rucksack. Okay, so geht's. Jo, und es ist echt schwer. Also es, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass so viel los ist im ersten Part. Wir haben ein bisschen Angst gehabt vor ein paar komischen Monstern. Wir haben ganz viele neue Objekte gefunden. Und ja, es ist alles irgendwie so ziemlich cool, jetzt auch wieder mit diesen Steinen von der Katze aufgewühlt. Genau, hier wollte ich noch kurz reinschauen, weil irgendwas muss hier oben noch sein. Also eine Mühle hat ja eigentlich immer irgendwie... Also wahrscheinlich da oben... Die Dinge, die Bande bewegen sich sogar. Okay, geil. Im Wind. Sehr schön, also wirklich toll. Weißkohl, Tomatenrebe. Ich will die Sachen ja mitnehmen. Überhaupt keinen Platz mehr. Ja, es ist nicht so wichtig. Ich könnte eine Hacke. Ne, ich könnte Bruchsteine wiederholen. Der Weißkohl. So. Also, das ist jetzt nicht so wichtig, aber gut. Habe ich trotzdem noch versucht mitzunehmen. Also, dann haben wir hier noch ein paar Eisenbahnen, sehr wichtig. Nuggets, den Banner, einfach am Boden, okay. Dachte schon, es wäre irgendwas hinten dran. Und hier hat es noch komische Blumen. Lauschpflanze, Silent Gear. Ah, damit man sich ein bisschen, okay, lautlos machen kann. Ah, Leuchtfeuer. Überall Leuchtfeuer. Okay, wir müssen zu Haus 1 zurück. Gut. Und ja, ich möchte gerne die Bäume da noch mitnehmen, aber das können wir ein anderes Mal machen. Ich will ja auch Spannendes machen, das ist eigentlich nicht langweilig natürlich. Jo, aber habe so viel zu entdecken. Für manche ist es wahrscheinlich langweilig dann, wenn ich halt etwas ausprobiere, was ich noch nicht kenne. Aber ihr schon kennt und so Sachen. Kann sein. Ich tauche jetzt lieber ein bisschen. Ja, es ist leider eins tief. Ein Katzenfisch, cool. Ja, das sind cool. Diese Welse. Das sind, glaube ich, Welse. Oder sehen einfach aus wie Welse. Die sind cool. Jo, ich würde gerne fischen. Aber habe gemerkt, ja, da ist der Aquakultur 2 drin. Da geht es nicht so gut mit dem Fischen. Okay, die Hühner muss ich noch an Land ziehen. Können wir eigentlich gleich machen. Oder ich lasse sie lieber im Wasser. Sie ertrinken ja nicht. Sind aber ein bisschen mehr geschützt. So, ich muss noch ein paar Sachen anpflanzen. Deshalb machen wir hier die rein noch. Was kann ich mit dem? Ist wahrscheinlich nur ein optisches Mittel zum Zweck. Also ich möchte hier Weizen anpflanzen, aber nicht so viele. Hier kommen Tomaten. Lachs ist auch sehr wichtig. Und der Weißkohl. So. Haben wir das auch schon gemacht. Haben wir irgendwo Sand? Geht das hier drauf? Nö, ist klar, kein Sand. Also ja, gehört nicht zum Sand. So. Ja. Machen wir das mal hier unten. Ich habe nur gesagt, machen wir das lieber zu.
Aber jetzt mache ich es zu. Eieiei, dieses Loch. Man sieht es einfach gar nicht. So. Also, was ist denn hier unten? Irgendwo Erz oder so? Ein bisschen ausleuchten am besten. Oh. Ein Baby-Skelett. Wie cool. Habe ich im Livestream schon gesehen. Ist einfach schnell, ist aber nicht so stark. Okay. Was ist denn das? 18 wieder. Nicht die Babys, nein! Wir haben Babys getötet. Aber böse Babys. Jo, nutzen wir doch die Kohle gleich mal für neue Fackeln. Ich muss halt also noch ein bisschen ausleuchten hier, weil es gefährlich wird sonst. Was ist das? Auge Shale. Was ist das für ein Mod? Blocks you need. Ja, die brauche ich. Irgendwie für den Popo. Und hier haben wir auch wieder Zinn, Zink und Zunk. Kennt ihr nicht die Brüder? Schleim Achoria, Blocks you need. Okay, die lasse ich mal hier. Sehen cool aus, aber nicht unbedingt Bauxit. Okay. Ich lasse die meisten Erze einfach hier, damit wir ein bisschen vorwärts kommen. Natürlich ein bisschen wichtiger. Also jetzt alles mitzunehmen und dann irgendwie, ja, nichts draus zu gewinnen. Und die Palme ist gewachsen. Okay. Was wollte ich? Genau, die Kokosnüsse haben. Deshalb habe ich die Palme jetzt auch. So wichtig, wir haben keine Axt. Also haben wir noch Erze, ja. Dann haben wir noch diesen Baum. Schnell eine Axt machen. Spitzhacken haben wir genug. So, die Armbrust lasse ich mal hier drinnen. Boah, diese Sachen, die wir haben. Unglaublich. Oh, die Vögel. Sie pfeifen so laut. Compressed Iron kann man leider nicht so gut nutzen, also ja, man muss irgendwas noch machen. Okay, ich brauche Setzlinge, dann kann ich ein paar Früchte anbauen. Sobald wir genügend Essen haben, können wir dann in den Untergrund gehen. Ich glaube, jetzt genügend. So, also zuerst einmal Eichenstamm, Palmenstamm. Drei Setzlinge. Okay. Also, dann machen wir doch mal das so. Also, einen pflanze ich hier an. Hier vorne. Und die anderen Setzlinge tue ich dann zusammen machen. Genau, Apfelbaumsetzling. Und Birnenbaumsetzling. Kokosnuss geht auch. Nö, da brauchen wir einen Dschungelsetzling. So, und dann machen wir doch nochmals Holzkohle. Also, dann kommt hier der Birnenbaumsetzling. Sehr wichtig. Hier kommt ein Apfelbaumsetzling. Oh, ich dachte schon, da wäre ein Monster. Die Herzteile mache ich auch nochmals hier rein. Genau, und dann haben wir noch Orangen. Pflaumen und Kirschen. Okay, ein Setzling zu wenig. Da haben wir sowieso noch, was ist denn das? Sind es zwei verschiedene? Das sind Orangen, die noch nicht reif sind, und das sind Orangen, die reif sind. Das sind nicht verschieden. Also, dann machen wir doch mal so. Die Orangen haben wir ja hier. Und da ist auch noch ein Apfelbaum. Was ist das für ein Baum? So, ist das ein Apfelbaum? Sieht so aus. Da ist auch noch mal so ein Orangen. Ja. Gut. Leider eben ist der Mod Harvestcraft drin und dann sind so Früchte jetzt nicht gerade so schmackhaft. Oh, geil. Industrialhanf bringt so recht hohe Sache,
Ich bin mal wieder am richtigen Wort herausfinden. Tut mir leid, ich muss noch ein bisschen laden. Oh, der Apfelbaum ist schon gewachsen. Genau der falsche. Ja, so hohe Stöcke einfach. Gut, also. Wir brauchen viel mehr Holz. Der Palmlock werde ich vielleicht zum Bauen verwenden. Wie sieht denn das aus? Ist das Palmlock? Ja. Es sieht eigentlich geil, wenn wir einfach. Wollen wir denn dann bei ausbauen? Ich denke gerade auf dem See. Dann machen wir doch das mal so, dass wir einfach hier nach oben bauen. Und dann immer so auf die Seite. Eins höher. Muss was anderes machen. So. Das ist zu weit oben. Es sieht so. Okay. Da wir sowieso hier Treppen hochbauen. Das sieht so geil aus mit dem Physikmod. Oh. Den brauche ich aber jetzt immer drinnen. Es ist so schwer, ein Modpack zu machen. Er stürzt halt auch manchmal ab, wenn ihr das. Es sieht ja schlecht aus. Ich möchte eigentlich einfach eins weiter drüben machen. Das Kirschholz könnte ich eben holen, einfach fürs Bauen. Aber das mache ich jetzt noch nicht natürlich. Ich mache jetzt einfach bis zum nächsten Part, also nach diesem Part, bis zum nächsten Part, dann das Farming. Alleine, ohne dass ich das mit Aufnahme mache. Also das werdet ihr nicht sehen. Einfach mal meinen, genügend Diamanten sammeln, Setzlinge sammeln und so Sachen. Und die Welt erkunden. So, ist nichts mehr auf dem Boden. Okay. Industrialhandphasen. Ist das so etwas wie Fäden? Klingenköche für die Kreissäge. Schießpulverfass, ja klar. Hanfbeton. Ja, Fäden kann man draus machen. Jo. Werden wir schon herausfinden. So, also der erste Part ist für mich jetzt gerade hochgeladen worden. Ist jetzt gerade öffentlich. Habe natürlich direkt wieder einen neuen Part angefangen. Ich werde manchmal natürlich auch gerne ein bisschen warten, weil ich ja farmen muss, weil ich auch auf Kommentare warten will. Und jo, wieder eigentlich so ein bisschen immer die Pausen haben dazwischen und für euch nicht so schnell oder so Ding geht. Wir haben einfach zu wenig Setzlinge. Wir müssen doch irgendwie Setzlinge holen noch. Bin gerade ein bisschen am Umherschauen. Ich hole mir den Baum, auch wenn er schön aussieht, aber der Baum muss ich jetzt holen. Ich werde ihn hier einfach wieder setzen. Da ist ein. Okay. Waschbär. Könnten in die Höhle dann gehen? Aber ich habe noch ein zu wenig Setzling, zu wenig Essen. Ja, Setzlinge halt auch zum Essen holen. Okay, hier haben wir noch einen Baum. Ein Trockengemähn. Okay. Ich habe einfach für viele Sachen einfach ein dickes Fragezeichen. Ein Wildkorn. Cereals of Knowledge, okay. Oder Knowledge, ja. Hier ist ein Schwein mit. Trixie, Typ Collector Variant. It's only that Trixie is unable to understand your language. Have you observed this reaction sind of the. Es braucht einen Tame Curret. Und dann können wir das Ding. Also wir haben keinen.
keine zähe Karotte. Also deshalb müssen wir da noch ein bisschen warten, bis wir die haben. Was ist das Kornkernel? Okay, eine ist reif. Schade, nicht zwei. Was ist das auch Haus? Ja. So. Ich hoffe einfach nicht, dass ihr ein bisschen gelangweilt seid, sehr durch die Entdeckungsreise von mir. Ich habe jetzt wirklich lange Zeit kein Modpack mehr gespielt, weil es halt immer abgestürzt ist und ich habe so eine Lust. Ich will das irgendwie einfangen. Mann, ich brauche Schleime. Jo, wird wahrscheinlich nicht so schnell reifen. Beim Zurückgehen. Und hier sind Kirschen. Habe ich ja. Okay, dann nehme ich noch eine Birke mit. Geht ja schnell. So. Und Wildkarotten nehmen wir auch noch mit. Hey, ich schaue immer, dass niemand angreift. Weil die Monster dann plötzlich irgendwie auch im Tageslicht überleben können und so. Oh, Strawberry. Cool. Dass ich so eins habe. Eine Zwiebel. Strawberry ist halt wirklich eine coole Pflanze für Smoothies, für irgendwie, ja, Kirschtorten, also Torten, nicht Kirschtorten, sondern einfach Torten, Erdbeertorten. Okay, ein Erzholzscheit. Ich weiß schon, was ich ungefähr. wachst die dann? Was ich da zwei Setzlinge hier mit einem neuen Licht. Ist auch irgendwie. Okay. Noch mehr Holz. So, dann müssen wir doch noch in die Richtung gehen. Da ist nämlich ein roter Baum. Ich finde den Word Generator hat schon mega geil. Jetzt. Wow. Wie das einfach aussieht. Das Dorf von einer anderen Seite. Hier waren wir noch nicht. Okay. Vielleicht schon, aber. Der Berg sieht halt auch so cool aus. Jo, nochmal so ein Robin. Das ist ein Robin. Was sind das für Mods? Ich hätte niemals gedacht, dass hier so spaßige Mods drin sind. Einfach so zum Ausprobieren, zum Finden, oder? Wie sich. Einfach geil irgendwie. Okay, Dschungel. Haben wir am Spawn irgendwo schon gehabt? Wieso ist die Map so dunkel? Ich möchte die Map nicht so dunkel haben. Optionen, Fullscreen-Mod. Höhen, Gitter, Player Show, zeige Wegpunkte. Kartografie. Blend Foliage. Blend Grass. Höhenlicht benutzen. Ist es das? Keine Ahnung, aber eigentlich finde ich die Sachen relativ schnell, nur irgendwie immer Höhen an sich immer. Ja, wie voll ist, machen wir das. Also es ist leider irgendwie gerade ein bisschen schwierig, das. Jo, man sieht es schon, aber ich möchte es gerne schon hell haben. Also, wo haben wir hier noch einen Dschungel gehabt? Da ist vielleicht ein bisschen Dschungel. Hier? Ne, hier ist kein Dschungel. Aber hier haben wir auf jeden Fall einen Dschungel. An zwei Orten. Dann gehen wir doch eher nach Südwesten. Also okay in die Richtung. Genau, nehmen diesen Baum noch mit. Und irgendwo war ein roter Baum. Wo ist jetzt der rote Baum hin? Hä? Jetzt bin ich ganz verwirrt. Also hier haben wir einen grünen Baum.
Ist hier unten der rote Baum? Ich wollte ja noch zu einem roten Baum hingehen. Ach, das sind coole Bäume. Also, da möchte ich, aus irgendwie so einem Holz möchte ich dann die Hütte machen. Also, ich glaube, da braucht es nur einen oder nicht viel. Nicht drei. Sind sogar 9 Setzlinge zum Mitnehmen. Die werden sicher irgendwie wachsen. Ein Shaped Garden. Die wachsen eben, wenn man in der Nähe bleibt. Aber da oben gibt es auch noch einen Shaped Garden. Okay, Gewürz. Blätter. Also wo ist jetzt der Rot? Ah, kann man das abbauen? Nö. Da ist der rote Baum. Der blaue Baum habe ich. Nein, der lilane Baum. Wie das Öl auch so aussieht. Ist auch Öl. Wir haben so viele Sachen zu tun. Ist einfach genial. Ich wollte das ja wirklich als langes Livestream-Projekt machen, aber meine Stimme versagt einfach zu schnell. Ich kann einfach nicht livestreamen, wenn meine Bronchitis da ist. Ich glaube, ich sterbe bald. Wow. Ich wollte die Kiste plündern. Was sagst du, ein Hahn? Aber kann ich dich noch kurz schlagen? Feuerschutz. Ein Zombie, der nicht so schnell verbrennt. Oh, nichts gedroppt. Aber so genial, was man alles entdecken kann. Okay, weiße Weintrauben. So, unbedingt ein Dschungelsetzling mitnehmen. Ich mag Dschungelbäume. Ich habe ein paar Ideen, was ich in Minecraft noch alles bringen kann. Hat natürlich neben Server und alles Mögliche. Das ist natürlich das Wichtigste. Jo, da müsst ihr euch ein bisschen beweisen natürlich. Dürft ihr auf dem Server mitspielen. Wahrscheinlich im Livestream auch dabei sein. Am besten, wenn es euch geht. Jo, wir sind wieder voll. Wir müssen ein Backpack machen und das so schnell. Ich glaube, ich tue sonst so eine Lagerkiste hier hinstellen. Zuerst muss ich mal kurz schauen, ob das überhaupt noch abbaubar ist. Jo. Cheating. Oha. Ein Blinder. Kein Diamanten? Okay, was ist denn sonst? Ah, so ein Game. Der ist hier rausgekommen. Lol. Richtig erschreckend. Also, ich möchte gerne eine Kiste machen. Okay, so einen kurzen Weg gegeben. Keine Ahnung wieso. Ah, weil da irgendwie so ein. So eine Hose. Okay. Das ist scheinbar, wegen der Schnelligkeit habe ich jetzt ein bisschen gezoomt, ein bisschen rausgezoomt. Gut. So. Dann machen wir doch mal, ja, Holz. Jetzt, damit ich weiß, hier habe ich noch Holz. Also, ich habe so verschiedenes Holz. Nämlich das schönere, das braun, das rote Holz. So. Kupfermünzen muss ich jetzt auch nicht unbedingt nehmen. Das grüne will ich nicht. Also, ja, das grüne war so schön. Nehme ich das auch mit. So. Sehr mythisch. Das mag ich. Okay, hier haben wir wieder. Und Pferde und Kokosnuss, also Dinge in, also Ananas.
Kokosnuss haben wir hier. Reichen zwei. Und was ist das? Mango. Ja, die brauchen immer einige Zeit zum Wachsen. Okay, dann einfach andere Mangos. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Also der Baum soll ich fällen. Dann können wir gleich wieder da drüber gehen, kurz. Anstelle von einem Crafting Table. Einfach eine Axt nochmals craften. Ich tue schon, also wirklich Eisen verwenden für Äxte. Da haben wir einfach die Beimischung. So, also der Baum dort hat keine Früchte. Jo. Haben wir? Kakaobohnen brauche ich nicht. Nehmen wir mal Tropenbaumstamm nicht mit dem Bruchstein. Ah, da ist der neue Muller. Der Händler, der fahrende Händler. Also scheinbar, ja, glauben die wieder nicht. Aber die Drop-Chance für Dschungelsetzlinge könnten sie endlich mal im Hauptspiel auch hoch machen. Das ist echt ächzend manchmal. So, also was hast du zu verkaufen? Ach, Diamanten. Nicht Diamanten, Smaragde. Okay, da hat viele Sachen für Winery. Ah, Winzer. Ich habe es irgendwas anderes gelesen. Das war. Was habe ich gesagt vorher? Wisst ihr das noch? Habt ihr mir zugehört? Jo. Warden, genau. Aber der Warden, der kommt ja noch. So, dann haben wir hier Passionsfrüchte. Ich glaube, ich bin mal langsam voll. Schaut mal weg. Solche Sachen, die man immer wieder sammeln kann, die muss ich nicht mitnehmen. Okay. Sieht interessant aus, aber ist mir auch noch zu gefährlich. Da unten haben wir übrigens diese Stachelfrüchte da. Essen Sie. Aber ich möchte Passionsfrucht haben, aber das ist alles noch nicht reif. Ich muss die alle einfach wieder entfernen. Damit es nicht sehr auffällig nervt. Was ist das hier? Vogelgegal. Oh, Kenaf. Kenaf, Kiwi. Und Aloe. Geil. Ui. Also Harvest Craft kenne ich einfach die alte Version. Nichts angesehen. Haben wir jetzt Tropen beim Setzlingen? Ja. Okay. Ich würde aber gerne nochmals einen fällen. Den großen. Immer noch zwei. Da haben wir drei. Okay, dann haben wir dann mal vier. Gut. Aber macht nicht die großen Bäume, die geben so wenige Setzlinge. Ja. Ich weiß jetzt, woher die Bäume kommen, aus einem dichten Wald. Verstreut in jeder Hinsicht. Oh, ein Vulkan. Oh, wie das heißt. Ein Riesenkrater, noch ein Luftschiff oder so. Das ist ja heftigst. Also, wo sind wir hier? Wir schauen jetzt gerade. Genau. Und diesen Krater, der auf einem Berg ist und das nicht als Krater erkennbar. Hier haben wir noch eine Spinne oben im Ding. Ein Kompass. Genau, Bambus brauche ich. Bambus.
Ich habe so schätzen gelernt, Bambusblöcke zu machen. Die sehen so cool aus. Ich muss die mitnehmen und auch ein bisschen verbauen. So, also, wir haben eigentlich das Wichtigste. Für viele normalen Minecraft-Spiele ist es natürlich nicht so wichtig wie für mich. Aber ihr seht, es gibt viele neue Sachen. Es muss einfach ausprobieren. Das machen natürlich nicht immer alle. Wie seid ihr so, wenn ihr ein neues Modpack oder so habt, eine neue Minecraft-Version, tut ihr auch so mega irgendwas ausprobieren? Ah, da sind die Früchte. Drachenfrucht, genau. Stimmt. Vom Aussehen her. Ja, Peach habe ich nur eine. Nur eine zweite. Ich würde den Game auch gerne behalten. Gibt es irgendwas, was ich jetzt weglegen kann? Ja, einfach. Jo, das Holz kann man ja immer wieder farmen. So, sorry, ich möchte noch kurz ein bisschen erinnern, liebe Ringbock. Okay. Okay, das ist vielleicht ein bisschen verbuggt. Also der Berg dort, der sieht mega cool aus. Ich möchte eigentlich aber noch ein bisschen Action haben, so langsam. Ich will einfach in eine Höhle rein. Ist das ein Vulkan? Sieht so aus. Okay. Krass. Also, ich muss euch sagen, diese Welt ist jetzt so einsame Spitze zu den anderen. Ich habe ja eben so eine Eislandschaft gehabt mit ganz viel Eis und Schnee. Und im Livestream habe ich ja eher so Dürre Biome gehabt. Waren auch cool, aber ja, jetzt was Let's Play, das toppt natürlich alles. Ich glaube, ich habe noch nie eine schönere Welt gesehen. Echt. Vor allem auch die seltenen Biome, also Vulkan und so, das ist nicht so häufig. Ich glaube, Vulkan ist beim Soplenty eines der seltensten Artenbiomen, also wie sagt man dem so schön? Hat wirklich so mega einzigartig, oder? Also ich möchte mal kurz skillen. Also Intelligenz macht den Schaden höher und Magic macht. Magic macht einfach die Mana-Punkte höher. Und ich sollte vielleicht eher auf Mana-Punkte gehen. Die sind alle verzaubert. Blindheit. Okay. Ja, ne schön, aber dichtes Eisenerz. Oh, ich kann es ja nicht mitnehmen. Ich brauche alles. Ich brauche alles. Da esse ich mal kurz das Brot fertig. Nehme da ganz viel Erz mit. Ich finde es so cool, dass manche Sachen beschleunigt werden. Weil jetzt habe ich schon 10 Erze, oder? Das ist einfach ein bisschen, ja, besser. Okay, schade ist die Höhle nur so kurz. Aber immerhin haben wir ein bisschen Action gehabt. Auch wieder Tropical Garden. Ich würde die gerne mitnehmen, wenn ich einfach mehr Platz habe. So, jetzt könnte hier irgendwie so eine. Hey, nein! Kann doch damit irgendwie. Ich stelle eine neue. Kann ich das irgendwie abbauen? Ich kann also ein Dorf gründen. Wenn ich einfach. Funktioniert das? Ich möchte das mitnehmen. Ja, funktioniert. Okay, Karotten. Sonst einfach Kokosnuss. Ist es nicht der Kokosnussbaum, den wir haben? Also ich nehme den Game nicht mit.
aber auch nicht unbedingt. Wir finden genügend. Oder ich muss nur kurz Gedanken machen. Ja, das Problem ist einfach. Ach komm. Ich werde diese Häuser nicht so viel verwenden können am Anfang. Nehmen wir die einfach nicht mit. So. Also, wo haben wir denn das Rathaus? Jetzt könnten wir mal überlegen, ob wir das irgendwo am Ding machen. Am Haus. Ich würde eher nicht sagen, ich würde einfach die nächste flächere Ortschau, so Ding. Einfach eine Wiese oder so. Würde ich dann dort das erste Dorf machen. Jo, dann brauchen wir einfach sehr viel Holz und Stein und ähnliche Sachen, Materialien. Und dann bauen sich die natürlich eine Stadt auf. Natürlich anfangs einfach ziemlich klein, aber dann nicht schnell größer. Also hier wäre, ist da ein Monster, ah, das weil ich hier bin. Ist hier eigentlich flach genügend? Und was ist eigentlich der Spinnnetzbaum? Interesting. Boah, wie die Zeit vergeht. Ich mache einfach längere Parts. Sind wirklich Früchte? Okay. Jo, dann mache ich langsam wieder Schluss für diesen Part. Ich gehe, denke ich mal, meinen. Oder ich gehe einfach erkunden und sammle noch ein paar Gegenstände. Bei meinen mache ich wahrscheinlich ab dem nächsten Part, dass ich euch ja sozusagen noch ein bisschen mitnehmen kann. Aber es ist ein bisschen langweilig. Also ich mache das lieber jetzt ein bisschen ohne. Wenn ich irgendwas finde, starte ich nochmals einen Part. Und oder wir gehen das einfach im nächsten Part ein bisschen ab, was ich jetzt gemeint habe. Ich tue extra jetzt mal einfach Strip minen, also wirklich runterbauen und dann minen, dass wir einfach dann runterfallen können. Und ja, ich habe jetzt genug auch Eisen. Kann ich noch einen Eimer machen, genau. So, wir sind zurück. Ist auch nichts mehr. Ein Esel. Gut. Ich werde noch Weiden als Zäune machen, genau. Und tue einfach diese Tiere einfangen. Gut. So. Also Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Und ja, macht ein bisschen mit. Also ihr dürft gerne ein bisschen Sachen wünschen. Jo, ich schaue noch nach wegen einem, sag schon, Schlafsack. Ja. Werde einen craften, es geht wahrscheinlich. Genau. Also einfach drei Wolle auf eine Seite. Wir haben nur zwei Wolle bekommen. Ja gut. Also. Die Bäume kann ich eigentlich auch noch anpflanzen. Lassen wir die noch draußen. Bambus anpflanzen. So. Die anderen Sachen noch anpflanzen irgendwann. Gut, dann jo, schönen Tag und danke schön fürs Zusehen. Tschüss.